Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um meine Presets, die heute online sind. Deswegen checkt das Video auf jeden Fall ab. Ich werde auch ein dickes Giveaway bezüglich dieser Presets am Ende des Videos am Start haben. Also checkt das Video auch gerne bis zum Ende ab. Und ja, wir fangen einfach mal an mit dem Video. So, Freunde, ich habe meine eigenen zwei Presets-Packs rausgebracht. Den Link findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Und hier in diesem Video möchte ich gerne mit euch einfach mal ganz kurz durchquatschen, was das Ganze ist und wie das Ganze funktioniert. Was sind Presets? Presets sind eigentlich Voreinstellungen für Lightroom Mobile, die ihr dann zum Fotobearbeiten benutzen könnt. Das sind eigentlich nur Voreinstellungen, aber diese Voreinstellungen sind meiner Meinung nach wirklich gut und auch Geld wert, weil das eine gewisse, ich sag mal, Erfahrung mit sich bringt, so dass man ein Foto gut, ich sag mal, lesen kann und dann auch einstellen kann und einen gewissen Look drauf machen kann. Und dementsprechend habe ich mir zwei verschiedene Packs rausgedacht, die man wirklich gut gebrauchen kann. Einmal ein Fashion Pack und einmal ein Travel Pack. Die Namen verraten für sich. Die einen sind mehr so outfitbezogene Presets, die anderen sind mehr so für den Urlaub gedacht, obwohl ich das Ganze schon sehr neutral gehalten habe und ich würde fast sagen, dass man beides, also zum Beispiel das Travel Pack kann man gerne auch mal ausprobieren bei dem einen oder anderen Outfit, denn es kommt immer auf die Lichtsituation an und da müsst ihr halt einfach ein bisschen rumspielen. Nichtsdestotrotz rede ich jetzt gerade schon zu lang, denn ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch das Ganze, wie das Ganze funktioniert. Und wir gucken uns einmal das Programm an. So, dann gehen wir mal auf das allererste Foto. Dann machen wir das erstmal wieder feste. Gehen hier auf das allererste Foto. Und zwar, das wäre das hier. So, ich habe das jetzt einfach mal als Beispiel genommen. Wir können, wie gesagt, das Ganze ist jetzt schon bearbeitet. Und ich nehme jetzt einfach mal alle Einstellungen wieder raus. Das heißt, das Foto ist, wie es geschossen wurde, aus der Kamera einfach zu sehen. Ihr seht, dass der Fokus zum Beispiel in dem Foto gar nicht schlimm ist, aber dadurch, dass das ein Foto so ein bisschen Flair hat, ist das Ganze eigentlich ganz nice. Und das ist zum Beispiel jetzt Teil des Travel Packs. So, und jetzt haben wir hier im Travel Pack diese ganzen Presets. Ich habe die auch relativ, ich sag mal, meiner Meinung nach ganz cool benannt. Und ja, da kann man dann rumspielen und gucken, welcher Look. Ich gehe einfach nur mal drüber und dann sieht man schon, dass ich diese Einstellung hier jetzt zum Beispiel Blue Hour, nur mal ganz kurz vorweg. Blue Hour ist eine Einstellung, die bei sehr, sehr dunkler Beleuchtung, dafür habe ich ein gewisses Foto auch als Paradebeispiel rausgesucht, wirklich gut funktioniert. Das würde hier jetzt auch funktionieren, indem ich das anwähle und dann einfach die Belichtung ein bisschen runter regel. Dann funktioniert das Ganze auch, aber da muss man wieder so ein bisschen mit dem Belichtungsregler spielen, aber wir wollen das Ganze jetzt gar nicht drauf machen. Ich will das Ganze Stock haben und zeige euch einfach mal, dass ihr rein theoretisch alles Mögliche von meinen Presets, gut, das würde jetzt nicht so optimal passen, weil die ganzen Blautöne raus ist. Es ist mehr für die Wüste gedacht, aber schon gut miteinander kombinierbar sind und man hat da wirklich die Qual der Wahl, wie man das Ganze haben möchte. Natürlich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und obwohl ich glaube, das geht sogar, das Foto ist Teil des Fashion Packs, weil hier, das hier müsste das, ja genau, der Filter war da drauf. So, und dann seht ihr halt schon, dass das hier wirklich gut funktioniert und die anderen Presets aber auch einsetzbar sein können, weil diese Geschichte relativ neutral gehalten ist, so dass das Ganze nicht überladen wirkt. Ich finde es immer schlimm, wenn das Ganze wirklich zu viel ist und dementsprechend habe ich zwei Presets rausgebracht, die also zwei Preset-Packs, die man eigentlich gut miteinander kombinieren kann. So, und wie gesagt, ich habe das Ganze für verschiedenste Lichtsituationen. Jetzt hier zum Beispiel auch das Preset, wenn ich jetzt auf das Foto gehe, sieht ganz nice aus. Aber ich will das Ganze gar nicht mit diesem Preset haben, sondern ich möchte das mit meinem Fashion Pack. Dafür habe ich den Filter Drip erstellt und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das davor zum Beispiel war einfach nur ein Test. Hier ist das Ganze schon wirklich rund, das Outfit wirkt nicht überladen, es kommt gut von den Farben her zur Geltung und ich sag mal, man hat so ein bisschen frischen Ton. Das Ganze wirkt so ein bisschen heller. Ist wirklich ein schöner Filter, den ich gerne benutze und dementsprechend, das kann man das Ganze wirklich in dem Fall wirklich gut kombinieren. Aber wenn es mir sagt, man möchte einfach mal was anderes ausprobieren, dann geht man mal einfach auf Classy zum Beispiel. Das Ganze funktioniert auch, wenn man Rechner mitspielt. Dann ist das Ganze einfach nur
Ne, ich habe immer noch. Ja, jetzt ist er, glaube ich, drauf, ja. So, wenn ich jetzt auf Classy gehe, ja, seht ihr, der Filter funktioniert hier auch. Drip sieht wieder ein bisschen anders aus. Es ist alles noch ein bisschen weicher, ein bisschen heller oder gold. Man kann da einfach ein bisschen rumspielen. Dann hat man immer gewisse, ich sag mal, Looks. Der funktioniert zum Beispiel der funktioniert ja gar nicht. Ich finde das Foto, so würde ich es niemals hochladen, auch keinen empfehlen. Und wie gesagt, man muss da ein bisschen ausprobieren, welche Look man haben möchte und zu welcher Lichtsituation das funktioniert. Aber das Gute ist, diese ganzen einzelnen Presets sind verschiedene Lichtsituationen, verschiedene Looks gedacht. Und da muss man einfach ausprobieren. Man kann da nicht viel verkehrt machen und man kann dann im Endeffekt auch nochmal, wenn ich jetzt hier den, der dafür gedacht ist, Drip nehme, kann man hier auch nochmal verschiedenste Sachen ausprobieren. Ob es jetzt die Wärme ist oder ich sag mal Farbtöne. Ich könnte zum Beispiel das Blau, könnte ich mehr dunkler machen, dann wird der Himmel. Es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie man hier rumspielen kann in dem Programm und sich das Foto einfach selbstständig zusammenbasteln. So, wie gesagt, das Ganze ist aufgebaut auf zwei verschiedene Packs. Einmal modelastige Packs, also Fashion Packs, die gut mit Outfits kombinieren, gut im Alltag einsetzbar sind. Und dann halt einmal Reisegeschichten, wo dann wirklich schon besondere Situationen sind. Hier spreche ich jetzt, hier zeige ich auch einmal dieses Blue Hour Foto. Man sieht halt eben, ich setze das einmal auf Original zurück, das ist noch für die Bearbeitung. Jetzt wird das Foto auch größer. So, mein Rechner ist nicht mehr der neueste, aber es funktioniert alles noch. Darum soll es jetzt aber gerade gar nicht gehen. So, wie ihr seht, das Foto ist eigentlich total unterbelichtet und es wirkt gar nicht. Und dafür habe ich halt zum Beispiel jetzt diesen Filter Blue Hour, weil es ist nach Sonnenuntergang aufgenommen und es gibt diesen Zeitraum nach der Golden Hour quasi, wo der Sonnenuntergang ist und das Licht ganz schön steht. Wenn die Sonne untergegangen ist, dann das nennt sich der Blue Hour. Und dafür ist für diese unterbelichteten Fotos, die in diesem Zeitraum gemacht sind, oder halt eben generell bei schlechter Belichtung, dieser Blue Hour Filter gedacht. Und der macht das Ganze wieder wirklich meiner Meinung nach ansehnlich und es funktioniert gut und es hat einen gewissen Flair. Und so kann man das Ganze auch benutzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe wirklich verschiedenste Filter. Ob ich jetzt hier zum Beispiel von Travel Pack auch mal nur eine Landschaft nehme. Und wie ihr seht, hier ist dieser Italy-Filter drauf. Wenn ich den jetzt mal zurücksetze, boah, mein Rechner rastet gerade aus. Original zurücksetzen. So, und dann habt ihr im Prinzip das Raw-Foto, das Foto, wie es aus der Kamera kam. Und dann habe ich dafür eigentlich einen schönen sommerlichen Filter erstellt, Italy. Aber man könnte jetzt auch einen anderen Filter nehmen. Ich zeige euch einfach mal, wenn ich jetzt hier Drone funktionieren, das ist ein bisschen anderer Look. Desert wird nicht so gut funktionieren, gehe ich eigentlich fest von aus. Seht ihr, dann ist das Ganze so ein bisschen entsättigt. Es funktioniert einfach nicht. Ich meine, der eine oder andere hat das in seinem Instagram-Feed und der mag diesen Look, aber ich finde, das funktioniert bei diesen grünlichen, bläulichen Tönen zum Beispiel gar nicht. Aber zum Beispiel Beach wird auch funktionieren. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Da müsste man dann wiederum. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Beach ist schon ein guter Filter dafür. Aber wie ihr seht, ist unterbelichtet. Und da ziehe ich die Belichtung einfach nur ein bisschen hoch. Und hier würde ich jetzt, weil das Ganze wirklich ein bisschen freundlicher wirken würde, noch ein bisschen Wärme reinziehen. Und dann sieht das Ganze schon sehr ansehnlich aus. Ich kann euch einmal den Vorher-Nachher-Effekt zeigen. Und es hat schon so ein bisschen Vintage, Italian Flair gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, das sind alles Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Ein Preset ist nur eine Vorgabe, mit der ihr spielen könnt und arbeiten könnt. Es ist niemals, dass es hundertprozentig auf eurem Foto funktioniert, das sage ich vorweg. Aber es gibt einen gewissen Look und den kann man im Nachhinein teilweise noch leicht nachbearbeiten oder mit kleinsten Veränderungen wirklich gut auf das Foto abstimmen. Und dann habt ihr wirklich einen coolen Look für euer Foto und dafür ist ein Preset gedacht. So, es gibt wirklich viele Leute, die gute Presets machen. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, zum Beispiel Daniel mit seinen Supreme Presets, die machen eine gute Geschichte. Könnt ihr auf jeden Fall auch abchecken, gebe ich gerne Credits weiter. Oder eine sehr, sehr gute Fotografin, die auch wirklich sehr schöne Presets hat, ist zum Beispiel Ananassaft. Auch diese Links packe ich unten in die Infobox.
Wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht irgendwie riesig bereichern an euch, aber ich wurde immer gefragt, kannst du Presets rausbringen? Und dafür habe ich das Ganze jetzt gemacht. Und ja, die sind jetzt da, sind zwei verschiedene Packs. Ich gehe einmal mit euch auf die Seite. So Leute, das ist jetzt mein Store, so sieht das Ganze aus. Ich habe das Essential Presets genannt und das Ganze ist aufgebaut in drei Kategorien. Ihr könnt einmal nur das Fashion Pack kaufen, einmal nur das Travel Pack oder das Pack Bundle, wo beide mit drin sind. Und das Ganze dann einfach nochmal 50% reduziert ist. Also man zahlt quasi anderthalb zum Preis von zwei. So müsst ihr euch das Ganze vorstellen. Und ja, das Ganze funktioniert dann so, dass das wirklich hier erklärt ist, wie der Vorher-Nachher-Effekt ist von dem einzelnen Filter mit einem Beispielfoto, wo das Ganze wirklich gut funktioniert. Und ihr das Ganze dann als Datei geschickt bekommt und euch dann installieren könnt. In dem Fashion Pack sind 10 Presets drin und in dem Travel Pack habe ich sogar 11 Stück reingepackt, weil ja, ich wollte eigentlich auch nur 10 machen, aber es sind dann irgendwie 11 bei rausgekommen. Und hier zum Beispiel in der Vorschau habe ich jetzt zwar nur, ich glaube, 9 drin, aber es sind 11 Filter zum Beispiel beim Travel Pack. Und da hat man die Qual der Wahl, dass das Ganze sich für sich zu nutzen. Bei dem Pack Bundle ist es so, dass ihr dann wirklich beide Packs zusammenbekommt und das eine halt eben nochmal 50% spart. Finde ich eigentlich ganz okay und ich finde auch im Vergleich zu anderen Presets, die auf dem Markt sind, die meiner Meinung nach teilweise ein bisschen überteuert sind, aber jeder kann dafür verlangen, was er möchte, finde ich es fair und so könnte man das Ganze, könnt ihr das Ganze auf jeden Fall sehen. Ich habe das Ganze versucht, fair weiterzugeben. Es ist natürlich auch meine Erfahrung und mein Geschmack, den ihr da irgendwo kauft. So, Freunde, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Packs. Ich hoffe, für euch war das Ganze so ein bisschen ersichtlich. Und ich habe euch am Anfang des Videos gesagt, ich werde noch ein kleines Gewinnspiel raushauen und ich werde fünfmal das Pack Bundle verlosen. Alles, was ihr machen müsst, ist eigentlich dem Kanal gefolgt sein oder wenn ihr schon folgt, könnt ihr automatisch daran teilnehmen. Und Hashtag Pack unten in die Kommentare und dann seid ihr schon automatisch am Start. Und ja, wie gesagt, das sind meine Presets. Ich wünsche euch viel Spaß damit und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und Peace out. Ciao.